Ja, alles kein Problem. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Na, dahin. Oh. Moment. Ah, da. Oh. Mann. Ach so. Ach halt. Oh, das mach ich einfach falsch. Wow, was geht mit dem Laser? Stimmt, dann muss er mit einem Portal machen. Oh. Wofür hat man denn auch schon Portale? Ja, komm her. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Du bist ein schrecklicher Mensch. Das testen wir nicht einmal. Ja, genau. Oh Mann, die Frau ist. Der Roboter ist auch so unglaublich. Das ist nicht zu glauben. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Boah. Der Roboter ist schon mies. Oh, fuck, der hätte hochgehen können. Ach so, da. Na dann. Au. Ach so. Ah, okay. Ich verstehe. Ah, verdammt. Gratuliere. Jetzt. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Boah. Das ist mies. Was für Sprüche die ablässt. Oh Mann. Ja, oh, fuck. Aber das ist gut, so wird's nicht langweilig, wenn da immer noch jemand irgendwelche Sprüche ablässt. Moment. Ja, mach mal hin. Hopp, schneller. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Wieder so ein Spruch. Achso, ich muss erstmal rüber. Nein. Oh, war das klar. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Oh Mann, das war gerade eben knapp. Und da fallen wir nicht gut gewesen. Denn sobald wir ins Wasser fallen, ist es vorbei und dann dürfen wir die Strecke nochmal machen. Und das darf ja nicht passieren. Ah, danke schön.
Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ach so. Dankeschön. Nochmal zurück. Ja, ist nicht schwer. Jetzt kommen noch die Katapulte, wie sie gerade gesagt hat. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Mhm. Sehr interessant. Ja, wie gesagt, jetzt kommen auch die Katapulte. Auch nichts, nichts Großartiges eigentlich. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Danke. Sehr nett von dir. Wow. Ja. Ja, machen wir einfach mal. Ich sehe jetzt gerade auch keinen anderen Weg. Ja, oh Mann. Fuck. Fuck. Ah. Ja, das ist jetzt sowas, was ich jetzt nicht gesehen habe, oder ich war zu langsam. Ich muss sterben. Okay. Ah, dann muss ich etwas schneller schalten. Was gibt es im nächsten Test? Oh ja. Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar. Das ist gerade um 15 Hektar. Ja, woher weiß ich das wohl? Alleine. Okay, mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Yay! Woohoo! Oh Mann. Okay, Ah, ich verstehe schon. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll. Boah, noch ein Roboter ist hinterhergekommen. Stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Wow. Aber es ist offen. Was? Nein. Hey. Oh Mann, nochmal. Ah, da, der Würfel. Jetzt dopst er hier runter. Pam. Perfekt. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Nochmal die Frau. Der Roboter. Es ist unglaublich. Also ich finde es genial, ganz ehrlich. Es ist so ein Zusatz in so einem Spiel einfach reinzubringen, wo ein Roboter dann noch sinnlose Kommentare Wusstest abgibt, du, ist doch einfach großartig. Mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschrecken. Danke für das Entschuldige, Geräusch. Ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Hm? Okay, Ach so, verstehe schon. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Mann. Oh nein, schon wieder vermasselt. Die will mich doch verarschen. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin.
Ach so. Ich glaube zu verstehen. Nee, oder? Oh. Komm her. Ja, nochmal hoch. Oh. Gut. Sie würfelt zwar da oben, aber wen interessiert. Wie falle ich jetzt am praktischsten? Wahrscheinlich so. Ich denke mal, ich muss hier hoch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist der Büffel. Ich glaube, ich werde ihn mitnehmen. Ah. Ach so, okay. I understand. Es gibt es nicht. So. Jetzt, ja. Yippie, oh. Also hier im Übrigen kann man, wenn man den Würfel hier mitnimmt, kriegt man eine Trophäe. Ich denke mal, die Trophäe habe ich schon. Ah, ich habe ihn zu blöd platziert. Moment. Ja, das müsste so reichen. Und zwar ist hier nämlich keine Schutzbarriere vor der Tür. Wow. Man dann hier so mitnehmen. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, ja, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der genau, die sagt jetzt nochmal. Nimm bloß nichts mit. Ja. Genau. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam und wir haben. Ja, Trophäe so habe ich bereits, davon. Deswegen kriege ich sie gerade nicht. Gibt dir der. Oh Mann. Das geht aber, glaube ich, auch nur in diesem Raum, bin mir nicht sicher. Und dafür kriegt man halt eine Trophäe für die Leute, die es nicht wussten. So, nochmal kurz gezeigt. So. Wir sind jetzt in Kammer 8, kann das sein? Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Ja, 8 von 22. Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Wow. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Ich will gerade überlegen, wie ich das mache. Wo muss ich denn hinschießen? Lol. Das verwirrt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss den Würfel hier rein buxieren. Genau so. Ja. Und das war's. So.